Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zack Mac Crackerich. Ich glaube, ich kann wieder ein bisschen lauter machen, oder? Wegen dem Summen, dem Brummen vom Elektrozaun habe ich in der letzten Folge ja leise gemacht. Okay, benutzen wir den Terminal und kaufen uns mal ein Ticket nach Ägypten. Hilft ja nicht. Und jetzt hoffe ich wirklich sehr, dass wir von hier aus... Kinshasa, das dürfte richtig sein. Oh Gott, ey, haben wir noch genug Geld? Neunhundert! Ich habe zum Glück vorher gespeichert, weil ich weiß nicht, ob wir hier wieder wegkommen, ehrlich gesagt. Ja, wegkommen wir schon, aber ich müsste ja ins Bermuda-Dreieck, damit wir wieder ins Alienschiff kommen. Ob ich da noch hinkomme von hier? Ah, das ist wirklich blöd, dieser Geldmangel in dem Spiel. Ich meine, das ist ein uraltes Adventure. Deswegen will ich dem hier keine echten Vorwürfe machen. Aber aus heutiger Sicht würde ich behaupten, dass dieser Geldmangel eher ein Game-Design-Fehler ist, weil dadurch quasi der Spieler fürs Rumexperimentieren im Endeffekt bestraft wird und stecken bleiben kann, schon sehr weit drin in der Geschichte. Und das ist... Guck mal, das ist wirklich ein Visa-Schild, oder? Und das ist eher frustrierend. Würde man heute nicht mehr so machen. So, jetzt pass auf. Hallo, hallo! Ich kann dir nicht helfen, solange du nicht den gelben Kristall mitbringst. Genau. Gib. Gelber Kristall zu Schamane. Sehr gut. Ich werde dir nun zeigen, wie du deinen Teleporter-Kristall benutzt. Hoffentlich können wir damit Geld sparen. Du kannst nur zu ganz bestimmten Teleporter-Plattformen reisen, okay? Ah, Plattformen. Male eine Karte, um darauf dein Ziel zu konzentrieren. Niemand außer dir kann das tun. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich brauche eine Karte. Ich hatte mal eine Karte, ne? Ich habe eine Karte auf die Rechnung gezeichnet, die ich bezahlt habe. Aber sonst weiß ich jetzt nicht, ob ich noch eine Karte habe. Sag mal, ich hatte doch zwei Karten. Oder täusche ich mich da? Ich hatte doch eine Karte auf die Rechnung geschrieben, die ich jetzt scheinbar leider nicht mehr habe. Und dann hatte ich aber noch eine Karte auf irgendwas anderes gezeichnet. Was habe ich denn damit gemacht? Heiligsblechle. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt wartet mal kurz. Ich werde jetzt hier
selbstständig, eigenständig, live, will ich eigentlich sagen, meine eigenen Let's Plays aufmachen und kurz durchscannen, ob ich die Stelle finde. In der Gegenwart im Bars. Ich mache mal den Sound aus. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber für mich ist es verwirrend. Also Cutscene, Cutscene, Cutscene. Ich bin in meiner Küche. Tapetenkarte. Ich habe hier eine Telefonrechnung und eine Tapetenkarte. Was mache ich mit der Tapetenkarte? Wann und wo verliere ich die Tapetenkarte und warum? Warte mal, hier sehe ich die Tapetenkarte nicht mehr. Ich muss mal kurz angucken, was ich mit der Tapetenkarte gemacht habe. Ach, nix. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ich die für irgendwas benutzt habe, wo ich mir gedacht habe, wahrscheinlich müsste ich sie hier gar nicht benutzen, aber es geht, also mache ich's. Und jetzt ist sie weg. Meine Tapetenkarte. Da muss ich jetzt mal schauen. In der ersten Folge habe ich die noch, glaube ich. Jetzt gehe ich mal zur zweiten Folge. Ich weiß, hi Leute, das ist und super spannend. Herzlich willkommen für euch. Warte mal, ich kann, glaube ich, zumindest, wenn ich das darüber schiebe, jetzt dürftet ihr das sehen können, oder? Okay, dann können wir uns das jetzt hier zumindest anschauen. Wenn ich nur mal weiter nach oben gehen würde mit dem Pfeilen, weil die Tapetenkarte müsste hier noch ganz oben sein, eigentlich. Ah ja, guckt, hier habe ich die Tapetenkarte noch. Tapetenkarte. Mist. Was ist dann schiefgelaufen? Wo verschwindet die Tapetenkarte? Halt, da sehe ich sie nicht mehr. Habe aber wahrscheinlich nur das Inventar wieder nach unten gescrollt. Genau. Habe ich die bei dem verkauft? Nee. Bewerbung. Ach so, die habe ich mit der Post verschickt, ne? Halt, stopp. Rechnungskarte habe ich hier noch auf jeden Fall. Und die Tapetenkarte, genau. Die habe ich hier noch. Und jetzt zahle ich ja meine Rechnung. Damit verschwindet leider die Rechnungskarte. Aber die Tapetenkarte habe ich immer noch. Hier, Tapetenkarte. Neben der Tröte. Oh, benutze ich die Tapetenkarte, um hier das Waschbecken zu verstopfen? Ich hoffe nicht. Glaub nicht. Hier ist die Tapetenkarte noch. Wo? Beim Eichhörnchen. Kann das sein? Dass ich die Tapetenkarte verbrannt habe? Und bin ich dann Game Over? Kann ich noch irgendwie eine Karte zeichnen? Hey Leute, und willkommen zur Grube. Hier habe ich die wirklich nicht. Kochen da. Tapetenkarte. Drücke. Tapetenkarte habe ich hier noch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay, ich scroll nur nach unten. Benutze Tapetenkarte mit Feuergrube.
Okay. Das Rätsel ist gelöst. Ich habe die Rechnungskarte bezahlt, die Tapetenkarte zerstört. Habe ich noch eine Möglichkeit. Benutze Fallschirm mit gelbem Buntstift. Nicht hier. Okay. Das klappt nicht. Also beim Fallschirm sagt er nicht hier. Das finde ich seltsam. Ich muss das schnell googeln. Vielleicht sind wir nämlich in eine Sackgasse geraten. Das wäre sehr frustrierend. Zack, McCracken, Map. Ach! Entschuldigung fürs ins Mikrofon schreien. Es gibt hier Karten natürlich, da habe ich gar nicht dran gedacht. Anstatt die selber zu zeichnen, aber das war schon cool, die selber zu zeichnen, hätte ich auch hier schauen können. Aber jetzt, das ist jetzt ganz was anderes, aber jetzt muss ich wirklich mal dringend Map Mexiko mir anschauen, weil das würde mich interessieren, warum das nicht funktioniert hat. Ja, wie ich es mir gedacht habe, die Räume sind wirklich nicht logisch angeordnet. Das sind teilweise relativ unlogische Teleporterräume, die nicht wirklich Sinn machen. Alles klar. Ah, man kann die zwischen... Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Es gibt anscheinend grüne, blaue und weiße Räume und so kann man sich ein bisschen orientieren. Okay, aber das wollte ich jetzt gar nicht. Ich will wissen, wie ich eine Map machen kann. Maps. Na, das ist wieder... Map. Was ist das wieder falsch? Lost Map. Ich suche auch mal nach Karte. Das ist wirklich blöd, weil natürlich jetzt die ganzen Maps von den einzelnen Dungeons hier mir überall auf Google angezeigt werden, wenn ich nach Maps suche. Ach, Zack McCracken. Was machen wir denn mit dir? Ah, guck mal, hier auf Steam. Der hat genau mein Problem. In the cave in Seattle, one can burn the wallpaper. After I talk to the shaman, ich weiß gar nicht, wie man das auf Englisch ausspricht, he told me that I need a map. Bla bla bla, bla 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 bla. So. If you manage to keep the phone bill. Oh, nein. Das ist eine unwinnable situation. Anscheinend tatsächlich eine Sackgasse. Eine der vielen Sackgassen in diesem alten Adventure. Oh, warte mal. Ach so, nee. Ja, tatsächlich. Die Rechnung. Die Telefonrechnung.
die Telefonrechnung oder die Telefonrechnung. Ah. Ja, Game Over. Das ist schon sehr frustrierend, ne? Nimm das Schild. Nimm das da. Das ist schon echt blöd. Nein. Naja, Leute. Das ist blöd. Aber da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ich würde aber sagen, dann machen wir jetzt für heute Schluss. Und ich schau mal, wie wir da jetzt weitermachen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Irgendwie. Ciao.